Willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Wie ihr vielleicht schon anhand des Videotitels gesehen habt, ist das heute kein Video, das so ist wie alle anderen Videos, die ich bis jetzt auf diesem Kanal hochgeladen habe. Ich möchte heute in diesem Video erzählen, warum ich Christ bin und an Gott glaube und warum das für mein Leben ein sehr wichtiger Punkt ist. Und der Grund, warum ich dieses Video jetzt mache, ist, dass ich einfach erstens davon überzeugt bin, dass immer der Mund von dem übergehen wird, was im Herzen sozusagen ist. Das heißt, alles, was einem wichtig ist, davon wird man auch reden. Und weil ich Christ bin und weil ich das für mich ein sehr wichtiges Thema finde, möchte ich hier jetzt nicht nur Calisthenics-Tipps mit euch teilen, sondern ich möchte genauso auch über dieses Thema reden. Niemand zwingt euch, das Video her anzuschauen. Es ist jedem überlassen, sich das anzuschauen oder nicht. Ich weiß, manche sagen, über sowas redet man nicht öffentlich, beziehungsweise im Internet oder wie auch immer. Aber mir ist einfach ein Anliegen, dieses Video zu machen. Auch aus dem Grund, weil manche von euch vielleicht privat, die mich privat kennen, wissen, dass ich an Gott glaube. Oder vielleicht auch manche das schon mitbekommen haben auf anderen Posts, die ich geschrieben habe zu dem Thema. Oder Leute vielleicht ein Interview gesehen oder gelesen haben, wo ich darüber spreche. Das hat es auch schon gegeben. Ich habe aber noch nie so ein, sage ich jetzt mal, öffentliches Statement gemacht. Und deswegen möchte ich jetzt dieses Video hier machen, indem ich einfach darüber rede. Keine Angst, ich weiß, das hier ist ein Kanal, auf dem es um Calisthenics geht. Das wird auch weiterhin so sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach auch wichtig und ist einfach ein Zeitpunkt, darüber zu reden. Weil wenn ich persönliche Einblicke von meinem Leben zeige, warum sollte ich nicht auch davon reden? Genau, ich werde jetzt einfach einmal anfangen. Ich werde versuchen, das Video, sage ich jetzt mal, so kurz wie möglich zu halten. Es könnte sein, dass es ein bisschen länger wird, aber ich versuche, das Video jetzt nicht überlang zu machen. Deshalb werde ich vielleicht auch, das werde ich mir noch überlegen, in der Videobeschreibung ab und zu was ergänzen, beziehungsweise falls mir im Nachhinein noch was einfällt, was ich jetzt nicht gesagt habe, werde ich vielleicht ergänzen. Wie gesagt, je nachdem, ob ich dann zufrieden bin, könnt ihr auch reinschauen noch in die Videobeschreibung danach. Aber ich fange jetzt mal einfach an. Warum glaube ich an Gott? Warum bin ich Christ? Beziehungsweise wie ist meine persönliche Geschichte, dass es überhaupt dazu gekommen ist? Ich werde es einfach kurz anfangen zu erzählen. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus mit zwei Geschwistern in Wien. Meine Eltern waren beide gläubig, seitdem ich klein war. Aber ich bin ihnen sehr dankbar. Sie haben mir immer die freie Entscheidung gelassen. Sie haben mich nie zu etwas gezwungen. Ich wurde auch als Kind nicht getauft, sondern ich habe mich selber dazu entscheiden können. Ich habe mich auch erst mit 19 taufen lassen, wie ich mich dann wirklich dazu entschieden habe, dass ich das auch glauben will. Also ich bin zwar mit christlichen Eltern aufgewachsen. Ich habe von Gott gehört. Ich bin in einer Gemeinde oder Kirche oder wie man es nennen will, gegangen. Nicht immer, es hat Zeiten gegeben, da bin ich nicht so gerne mitgegangen, aber ich bin mal so aufgewachsen und das hat mich natürlich auch in die Richtung geprägt, würde ich sagen. Aber, wie gesagt, meine Eltern haben mir die freie Entscheidung gelassen und ich habe sehr lange eigentlich nicht viel davon hören wollen. Also ich wollte nichts davon hören oder nicht viel davon hören, dass es einen Gott gibt, der was zu sagen hat oder was auch immer. Ich habe mich einfach nicht damit befasst. Ich habe schon geglaubt, dass es einen Gott gibt, aber es war jetzt nicht wirklich relevant für mein Leben. Ich habe jetzt Es hat jetzt nichts Großes in meinem Leben ausgemacht, sagen wir jetzt mal so, außer dass ich am Sonntag öfters mit meinen Eltern mitgegangen bin in den Gottesdienst. Das hat sich dann aber geändert, wie ich älter geworden bin. Wie ihr wisst, ich studiere Biologie, Sport und Religion auf Lehramt. Und als ich angefangen habe zu studieren, beziehungsweise schon eine Zeit davor, also wie ich dann überlegt habe, das zu studieren, habe ich mich einfach sehr für das Thema interessiert. Woher kommt überhaupt irgendetwas, warum gibt es Leben, was ist der Sinn des Lebens, so weiter und so fort. Zuallererst war es eigentlich mal so, dass ich mir gedacht habe, wenn es wirklich einen Gott gibt, der uns gemacht hat und der das Universum hervorgerufen hat, wie auch immer er das getan hat, dann ist es eigentlich sehr relevant für mein Leben. Das heißt, wenn es den gibt, dann ändert das eigentlich alles, weil wenn es ihn gibt und er hat eine Offenbarung an uns, beziehungsweise wir können etwas von ihm erfahren und er weiß natürlich mehr als wir und weiß auch, was gut ist für uns, weil er uns gemacht hat, dann ist das eigentlich wichtig für mein Leben. Das habe ich das erste Mal schon realisiert, da war ich vielleicht 16, 17 Jahre alt, also noch vor dem Studium. Deswegen habe ich dann mal angefangen, in der Bibel zu lesen, weil mich das dann einfach interessiert hat. Das war das erste Mal, dass ich wirklich selbstständig in der Bibel aus Interesse gelesen habe. Ich habe ab und zu zwar reingeschaut, aber es war eher so ein Zwang davor. Also es war nicht wirklich so, dass ich jetzt sehr daran interessiert war. Das war das erste Mal. Ich habe dann angefangen, in der Bibel zu lesen. Ich habe auch hier jetzt eine liegen. Das war damals noch eine andere Bibel, beziehungsweise ich habe das auch viel am Handy gelesen und ich habe einfach diese Geschichten gelesen, die in der Bibel stehen. Und ich habe gemerkt, wow, das, was da drinnen steht, diese Prinzipien oder was, wie man immer es auch nennen will, das, was da drinnen steht, wie man leben soll, wenn ich das probiere, dann funktioniert das wirklich. Und das war so der erste Schritt, wo ich gesehen habe, das hat Relevanz für mein Leben, wenn es einen Gott gibt. Das war aber wie gesagt nur der erste Schritt. Ich habe dann Zivildienst gemacht nach der Schule, also das war ungefähr so, wie ich 17 war,
die Schule fertig gemacht habe. Ich habe dann Zivildienst gemacht, ich habe angefangen, mehr in der Bibel zu lesen, ich habe die ganze Bibel so mit einem Plan in einem Jahr oder fast einem Jahr durchgelesen und war dann einfach mal sehr interessiert daran. Dann ist aber mein Studium gekommen, also ich habe dann angefangen zu studieren und ich habe dann, also Biologie, Sport und Religion, wie gesagt, und vor allem im Biologiestudium habe ich mich angefangen, mehr und mehr dafür zu interessieren, woher kommt das Leben, was das eigentlich mit der Bibel zusammen, was wir so alles mögliche erforschen über die Evolutionstheorie, über den Ursprung des Universums und so weiter und so fort. Und ich habe dann eigentlich angefangen, mal mich damit intensiver zu beschäftigen. Und ganz im Gegenteil, da so wie jetzt vielleicht manche erwarten würden, habe ich das überhaupt nicht von dem weggebracht, was ich eigentlich in der Bibel gelesen habe, sondern eigentlich näher hingebracht. Das hat mich eigentlich immer näher hingebracht, umso weiter ich nachgeforscht habe, dass es eigentlich einen Gott geben muss und nicht das Gegenteil. Das ist ein sehr großes Thema jetzt. Ich werde jetzt nicht alles da erzählen, aber ich habe eigentlich einige sehr wichtige Lektionen, sage ich mal, gelernt. Und zwar erstens, dass sich die Bibel gar nichts mit dem widerspricht, was wir in der Forschung so alles Mögliche feststellen können, dass die Bibel von manchen Christen in meinen Augen auch vielleicht ein bisschen zu eng ausgelegt wird, was jetzt die Schöpfung betrifft. Das heißt, es muss nicht sein, dass die Erde 6000 Jahre alt ist, ich weiß es nicht, aber es muss nicht sein, dass die Erde 6000 Jahre alt ist und es muss auch nicht sein, dass Evolutionstheorie gegen das spricht unbedingt, was in der Bibel steht. Das ist, wie gesagt, ein großes Thema, aber das sind so einige Sachen, die ich da erfahren habe, und das hat mich mal eigentlich sehr bestärkt. Ich habe dann weiter und weiter sozusagen nachgeforscht. Ich habe auch Bücher darüber gelesen, hier liegen zum Beispiel welche, hat die Wissenschaft Gott begraben, und bin dann eigentlich nachgegangen und es hat mich sehr interessiert und es hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich mehr und mehr gesehen habe, wow, es muss eigentlich einen Gott geben, damit das alles, was wir hier sehen, Sinn macht. Das ist eigentlich im Endeffekt auch das, was die Bibel sagt, dass wir eigentlich sehen können an dem, was es alles gibt, dass das von einem Gott kommen muss. Das war so ein sehr wichtiger Punkt, sage ich mal, in meinem Leben, dass ich einfach gesehen habe, es macht auch Sinn für mich. Jetzt im Nachhinein eigentlich kommt noch dazu, dass ich jetzt erkenne, mehr und mehr der einzige Grund, warum es überhaupt Sinn macht, Wissenschaft zu betreiben und Forschung zu betreiben, es macht eigentlich nur Sinn, das zu tun, wenn wir schon diese Grundannahme haben, dass wir überhaupt Wahrheit erkennen können. Und eigentlich, wenn ich Gott ausschließe, wenn ich ausschließe, dass es irgendwas Höheres gibt, gibt es eigentlich auch keinen großen Grund dazu, irgendwas zu forschen, weil ich kann noch nicht mal wissen, ob ich überhaupt in meinem eigenen Gehirn die Wahrheit erkennen kann. Stellt euch Folgendes vor, die Evolution ist ziellos und bringt einfach immer höhere Wesen hervor, wie auch immer das genau ist, darauf werde ich jetzt nicht genau eingehen, aber bringt immer höhere Stufen hervor. Ich glaube übrigens nicht daran, dass die Evolution, wie gesagt, die Bibel ausschließt, und ich glaube auch daran, dass Evolution stattfinden kann, wir können das ja auch nachweisen. Aber stellt euch jetzt mal vor, dass Evolution einfach immer mehr hervorbringt, beziehungsweise immer eine größere Artenvielfalt hervorbringt. Jetzt ist unser Gehirn ein Produkt dieser Evolution. Wir Menschen sind Produkt der Evolution, die ist aber ziellos, nicht zielgerichtet, weil es gibt niemanden, der sie in Gang gesetzt hat. Wenn sie aber jemand in Gang gesetzt hat, ist sie nicht ziellos. Jetzt hat diese ziellose Evolution, wenn ich Gott ausschließe, mein Gehirn hervorgebracht. Wer sagt eigentlich, dass ich mit diesem Gehirn wirklich die Wahrheit erkennen kann? Wer sagt das eigentlich? Beziehungsweise wer sagt das vor allem, dass das mit dem, was andere Gehirne erkennen, übereinstimmen muss? Ich kann eigentlich nur darauf vertrauen, dass ich mein Gehirn benutzen kann. Und der einzige Grund, warum ich darauf vertrauen kann, ist, dass ich davon ausgehe, dass es dazu gemacht wurde, dass es die Wahrheit erkennen kann. Also diese Erkenntnis hat mir sehr geholfen. Ein Beispiel noch. Wenn wir davon ausgehen, dass es einfach ein zielloser Prozess ist, dann ist unser Gehirn zwar komplexer, aber eigentlich nichts anderes als eine chemische Reaktion, wenn ich Mentos in Cola reinhau und das geht auf. Wenn ich Mentos in Cola hau und es geht auf und ich hau Mentos in Sprite und es geht auf, und die eine Flasche reagiert so und die andere Flasche reagiert ein bisschen anders damit, dann sind das zwar zwei verschiedene Reaktionen, aber keiner ist wahr oder falsch, es sind einfach nur Reaktionen. Und unser Gehirn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Evolution ziellos ist und dass es Zufall ist, woher wissen wir dann, dass unser Gehirn nicht einfach irgendwas macht? Warum ist es dann falsch, schlechte Dinge zu tun? Die Evolution geht doch eigentlich nur in die Richtung, dass der Stärkere überlebt. Und wenn er nicht überlebt, ist es auch egal, weil es ist ziellos. Also ich glaube erstens, dass Gott einen Sinn gibt. Das Leben hat nur dann einen Sinn, wenn es Gott gibt. Sonst ist alles egal. Sonst kann ich für das leben, was mich jetzt auf kurze Zeit befriedigt. Aber eigentlich muss ich zugeben, dass es am Ende egal sein wird. Weil wenn ich sterbe, ist alles wurscht, ist alles egal und es ist vorbei. Das ist das Erste. Ich glaube aber, so lebt eben niemand. Das Zweite ist eigentlich, dass es
das Leben nicht nur einen Sinn bekommt dadurch, dass ich an Gott glaube, sondern dass ich eigentlich auch einen Frieden bekomme und eine Gewissheit bekomme dadurch, dass ich an einen Gott glaube. Das heißt, ich weiß durch Glauben, das ist noch ein anderes Thema, Glauben, Wissen, dass es etwas nach dem Tod gibt und dass das nicht alles ist, dass nicht alles sinnlos ist. Ich bekomme Frieden und Gewissheit, dass ich angenommen bin und dass ich nicht irgendwas leisten muss oder irgendwelche Kriterien erfüllen muss, damit es passt, und was danach ist, weiß ich nicht, und ich muss die ganze Zeit zittern bis an meinen Tod, was danach kommt, sondern ich habe Gewissheit, dass es danach okay sein wird. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich glaube, es geht auch um die Wahrheit. Es geht nicht darum, welche Geschichte schön klingt. Es geht nicht darum, welche Geschichte mir am meisten Frieden gibt, welche mich einfach dazu fühlt, dass ich mich gut fühle, aber es stimmt gar nicht, sondern es ist auch sehr wichtig, dass es um die Wahrheit geht. Die Bibel selber sagt, dass wenn die Geschichte von Jesus, also Jesus Christus, deswegen auch Christ, nicht wahr ist, wenn das nicht wirklich stimmt, was da passiert ist, dann ist das alles sinnlos. Dann sind die Christen bemitleidenswerte Menschen, das steht in der Bibel. Das heißt, es geht sehr wohl auch um die Wahrheit. Und das ist dann ein Punkt, der mich auch wieder dazu getrieben hat, dass ich dem mehr noch mehr nachgehe, weil ich habe mir, wie gesagt, gedacht, es muss doch wichtig sein, wenn es einen Gott gibt. Es muss doch wichtig für mein Leben sein. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, was dann eigentlich passiert ist vor 2000 Jahren, nachdem Jesus gestorben ist. Und ich bin dabei drauf gekommen, dass es eigentlich ein extremer Wahnsinn ist, was danach passiert ist. Das hat unsere Welt bis heute verändert. Manche Leute, die Kirche hat viel Schlechtes getan, manche Leute haben es zum Bösen auch verwendet, natürlich. Das wird immer passieren, glaube ich, weil es einfach immer auch die Leute sich frei entscheiden können, was sie machen wollen, und dadurch wird es auch immer schlechte Sachen geben. Aber die Welt hat sich grundlegend verändert, seitdem Jesus vor 2000 Jahren hier war. Und wir wissen historisch sehr gut, dass es ihn gegeben hat. Und was danach passiert ist, sie haben sich danach Menschen dafür umbringen lassen. Sie hätten nur sagen müssen, ich habe Jesus nicht gesehen nach dem Tod, und sie haben mich dafür umbringen lassen, dafür, dass sie das nicht sozusagen abstreiten. Und jetzt könnte man sagen, das ist eine Menge von Wahnsinniger, aber warum sollte ich mich dafür umbringen lassen, freiwillig? Ich hätte nur sagen müssen, ich wäre freigekommen damals, wenn ich gesagt hätte, ich glaube leider nicht. Aber das waren Leute, die waren der Meinung, dass das so wichtig ist für sie, dass sie sich dafür töten haben lassen. Und das ist auch historisch dokumentiert, das wissen wir historisch. Das ist eine Sache, was ist einfach passiert nach Jesu Tod und auch Jesu Auferstehung. Weil, wie gesagt, eigentlich steht und fällt der ganze Glaube damit, ob jetzt Jesus wirklich nach seinem Tod auferstanden ist oder nicht. Und das, was einfach danach passiert ist, ist unglaublich. Und das ist aber nur eine Sache, weil ich kann Wissenschaft und Geschichte und Geschichtsforschung und alles betreiben, das wird mich nur zu einem begrenzten Punkt bringen. Ich kann nämlich das betreiben, aber ich werde davon niemals an dem Punkt kommen, wo ich sagen kann, jetzt habe ich es zu 100% wissenschaftlich bewiesen. Das wird nie passieren, und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe mit Glaube. Es wird nie passieren, dass ich euch oder dir oder irgendjemandem Gott mathematisch beweisen kann. Das liegt daran, dass Gott über all dem liegt, was wir überhaupt beweisen können mit unserer Naturwissenschaft. Aus Atomen kann man nur Atome beweisen oder Atome beschreiben. Ich kann nicht darüber hinausgehen. Das ist auch logisch eigentlich. Und ich kann, wenn ich jetzt Geschichtsforschung betreibe, ich kann immer, egal wie gut das belegt ist, egal wie weit ich komme, ich werde nie dort gewesen sein. Ich werde nie vor 2000 Jahren vor diesem Grab gestanden sein. Das wird nicht passieren. Aber durch das, was in der Bibel steht, dass wir einfach erkennen, dass das für unser Leben Sinn macht, extrem Sinn macht, und dass das aber auch erstens Friede gibt, nicht nur das, weil, wie gesagt, wir könnten auch irgendwas, was eine Lüge ist, vielleicht Frieden vortäuschen, aber dass es einfach extrem Sinn macht und dass das auch für mein Leben relevant ist und dass ich, wenn ich versuche, danach zu leben, dass das, all das gibt der Bibel eigentlich eine extrem hohe Autorität in meinen Augen. Das heißt, die Bibel hat jetzt nicht nur historisch eine hohe Autorität, weil wir sehen, dass vieles, was darin geschrieben steht, einfach sehr gut belegt werden kann, sondern sie bekommt auch eine Autorität für mich und für jeden Einzelnen. Das ist dann eine persönliche Erfahrung, dass wir einfach erkennen, dass was darin steht, macht Sinn für mein Leben. Das stimmt. Das kommt nicht von jemandem, der vielleicht einfach nur gescheit war, sondern das kommt wirklich von jemandem, der grundlegend Ahnung davon hat, was Menschen eigentlich wollen, beziehungsweise wie Menschen eigentlich funktionieren. Deswegen, wir können Forschung betreiben, und das habe ich in gewissem Sinne auch gemacht durch mein Studium. Ich habe ja auch Religion als Fach und habe ich gemacht. Das ist aber, wie gesagt, nur eine begrenzte Sache, weil ich kann immer noch sagen, okay, wer weiß, vielleicht habe ich mich verrechnet, vielleicht hat das irgendein Historiker damals falsch aufgeschrieben. Ich kann das immer anzweifeln. Letztendliche Gewissheit können wir doch nur durch Wissenschaft nicht bekommen. Trotz allem bin ich davon überzeugt,
dass ich so gewiss sein kann, dass es einen Gott gibt, wie ein Mensch überhaupt nur sein kann. Aus dem Grund nämlich, dass ich, wenn ich daran glaube, dass es keinen Gott gibt, genauso, dass es genauso ein Glaube ist. Ich kann nämlich genauso nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Es ist beides ein Glaube. Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach für uns, jeder Einzelne, sich überlegen, was stimmt. Und das ist, wie gesagt, auch ein persönlicher Prozess, den ich sage es mal, so durchgangen bin. Was kommt noch dazu? Was ist eigentlich jetzt, sage ich mal, die Botschaft der Bibel? Warum glaube ich jetzt, dass das überhaupt wichtig ist? Weil man könnte ja sagen, okay, es gibt einen Gott, aber der will nichts von uns wissen und das ist ja egal. Ich kann trotzdem so leben, wie ich will und ich glaube auch, wir haben eine freie Entscheidung. Ich kann machen, was ich will. Die Sache ist die, wenn es Gott wirklich gibt, dann schulden wir ihm Rechenschaft, weil wir sind von ihm gekommen, nicht er von uns. Er hat uns hervorgebracht, er hat uns erschaffen, das heißt, wir stehen auch in seiner Schuld, im Sinne von, er macht die Regeln, nicht ich. Und das ist nämlich jetzt die Sache, die eigentlich eine grundlegende Lehre der Bibel, die ich auch erkennen habe müssen, sage ich mal, oder dürfen, dass ich nicht perfekt bin. Ich bin nicht perfekt, niemand ist perfekt und jeder wird zugeben, er hat sich schon mal getäuscht. Jeder wird zugeben, von euch auch, er hat sich schon mal getäuscht, er hat vielleicht schon mal gelogen, er hat vielleicht mal gestohlen, er hat Unrecht getan. Wir sind nicht perfekt. Aber damit wir zu Gott kommen können, dazu brauchen wir irgendeinen Mittler. Das schaffen wir nicht aus uns selbst. Und dazu brauchen wir Jesus. Er ist für uns am Kreuz gestorben, davon bin ich überzeugt. Und wir können zu Gott kommen, auf gut Deutsch, wir können die Ewigkeit mit ihm verbringen, wenn wir dieses Geschenk, das ist ein Geschenk, annehmen. Aber um dieses Geschenk anzunehmen, muss ich meinen Stolz ablegen. Das ist auch das, was vielleicht so komisch klingt, wenn Jesus sagt, tut Buße. Ich muss zugeben, ich bin nicht perfekt, sondern ich bin auf Gott angewiesen, weil allein, dass ich existiere, habe ich ihm zu verdanken. Und ich muss auch bekennen, dass ich eben, wie gesagt, Fehler mache und nicht, ich sage jetzt mal, der Boss bin. Da ist eine Sache, die ein bisschen dann wieder persönlicher ist. Das ist dann nicht, hat dann nicht so viel mit Geschichte und Wissenschaft zu tun, sondern es ist eine persönliche Sache. Und das habe ich auch erkennen müssen oder zum Glück dürfen, dass das so ist. Das habe ich, ist einfach eine Wahrheit oder das ist einfach wahr, dass ich nicht perfekt bin. Und trotz allem kommt es so oft vor, dass wir glauben, und auch ich, dass ich bin ja nicht, nur weil ich jetzt Christ bin, bin ich ja kein besserer Mensch oder perfekt, dass wir oft glauben, wir sind das Maß aller Dinge. Aber das widerspricht sich, wie gesagt, eigentlich dem, dass wir eigentlich erkennen müssen, wir sind nicht perfekt. Und ich glaube, das muss auch jeder, wenn er mal genau überlegt, zugeben. Und das ist eigentlich auch so die zentrale Botschaft, warum ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, so relevant ist, dass wir nur dann zu Gott kommen können, wenn wir dieses Geschenk, sage ich mal, annehmen. Und das habe ich gemacht und das kann jeder für sich machen. Ich wünsche es jedem, aber das ist etwas, was persönlich passiert und das geht ein bisschen auch über das hinaus, wie ich jetzt mit Forschung und so weiter kommen kann, sondern das ist eine persönliche Sache. Und deswegen glaube ich an Gott, weil ich, wie gesagt, glaube, dass das alles sehr, sehr plausibel ist, auch wissenschaftlich oder was auch immer. Ich glaube außerdem, dass ich Wissenschaft und das alles nur betreiben kann, wenn ich die Grundannahme habe, dass ich von einem Gott dazu geschaffen wurde, überhaupt Wahrheiten erkennen zu können. Sonst macht das gar keinen großen Sinn, Forschung zu betreiben, weil es eigentlich sonst auch nur ein Glaube, dass ich Forschung betreiben kann, wer sagt, dass die Naturgesetze gleich bleiben und so weiter und so fort. Und das Wichtigste, eben, ich glaube, dass ich alleine nicht gut genug bin, nicht so gut bin, dass ich es verdient habe, irgendwann nach meinem Tod in den Himmel zu kommen. Das bin ich einfach nicht. Und deswegen brauchen wir Gott. Und ich weiß, dass jetzt einige Zuschauer hier sich denken werden, was redet er eigentlich? Wie kommt er auf solche Sachen? Auch darüber spricht die Bibel, dass das Evangelium oder wie man es jetzt auch nennen will, für viele, es steht drin wie eine Torheit, also wie eine Dummheit klingt. Aber deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir das selber für uns erfahren. Und ich habe das für mich in meinem Leben dadurch erfahren, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht darauf angewiesen, wie gut ich bin. Ich bin nicht dadurch definiert, wie gut ich bin. Ich bin jetzt nicht dadurch errettet oder was auch immer perfekt oder ich habe jetzt nicht dadurch alles Mögliche verdient, nur weil ich zum Beispiel jetzt in Calisthenics ein erfolgreicher Sportler bin. Und das ist auch der Grund, warum Calisthenics nicht mein Leben ist. Viele schreiben ja, Calisthenics ist ja dein Leben. Was machst denn du, wenn du mal verletzt bist? Bist du dann nicht am Arsch psychisch oder was auch immer? Nein. Calisthenics ist nicht mein Leben. Ich bin nicht dadurch definiert, wie gut ich wo bin. Weil
Allein, dass ich Sport betreiben kann, verdanke ich eigentlich Gott. Allein, dass er mich so gemacht hat, dass ich das tun kann, verdanke ich Gott. Ich bin nicht dadurch definiert, dass ich in Calisthenics vielleicht erfolgreich bin oder gut bin, weil das wird irgendwann mal vergangen sein. Irgendwann mal werde ich vielleicht im Rollstuhl sitzen oder werde ich mich gar nicht mehr bewegen können, werde ich vielleicht keinen einzigen Klimmzug mehr können. Und dann ist aber mein Leben nicht vorbei, weil ich bin nicht darauf angewiesen, was ich kann von mir aus, sondern ich bin darauf angewiesen, was Gott mir gibt. Und das hat mein Leben auch extrem auf den Kopf gestellt, dass ich nicht nur bestimmte Bedingungen erfüllen muss, damit es passt, sondern dass ich einfach das, was Gott mir gibt, annehmen kann und damit arbeiten kann. Das ist einfach etwas, was mein Leben extrem verändert hat. Und nichts zu vergessen, einfach, dass ich sehe, dass das, was in der Bibel steht, auch wirklich für mein Leben funktioniert und dass es natürlich auch eine Ewigkeit gibt, vor der ich keine Angst mehr haben brauche. Und deswegen, glaube ich, ist das einfach eine wichtige Sache. Und deswegen mache ich auch dieses Video, weil ich euch einfach mal erklären wollte, warum ich das alles glaube. Ich weiß, ich habe jetzt hier viele Sachen nicht so ausführlich beschreiben können. Ich weiß, Evolutionstheorie, Urknall, Schöpfungsgeschichte in der Bibel, Adam und Eva und solche Sachen sind Leute, die sich gerade mit Wissenschaft beschäftigen, sind für Leute, die sich gerade mit Wissenschaft beschäftigen, viele relevante Themen. Und ich weiß, darüber könnte man noch viel mehr reden. Ich werde euch vielleicht auch was in der Videobeschreibung verlinken oder was auch immer. Werde ich mir noch überlegen, habe ich mir jetzt nicht festgemacht, wo es mehr darum geht. Wenn ihr ernsthafte Fragen habt zu dem Thema, dann könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben und ich werde mich darum bemühen, ich kann es euch nicht versprechen, wie schnell oder was auch immer, aber ich werde mich darum bemühen, auf eure Fragen einzugehen, ihr könnt es mir auch schreiben. Ich werde das auch in die Videobeschreibung geben, wenn ihr mir privat nur schreiben wollt. Und ich werde mich bemühen, da alles zu beantworten, genau. Was ich jetzt noch zum Schluss sagen will, ist, dass das, glaube ich, hier alles mit dem Glauben oder wie auch immer eine sehr persönliche Sache ist. Also das ist eine Sache, da geht es nicht nur um Theorien, ich kann zwar mit Wissenschaft, wie schon erklärt, darauf kommen, dass es vielleicht plausibel ist, dass es einen Gott gibt, weil wir brauchen einen Schöpfer, damit überhaupt irgendetwas woher kommen kann und so weiter und so fort. Aber es ist auch eine persönliche Sache, die für mein Leben, und ich könnte darüber jetzt noch viel mehr erzählen, was das alles in meinem Leben verändert hat, dass ich eben erkannt habe, dass Calisthenics nicht nur das einzige Wichtige ist und dass Leistung nicht nur das einzige Wichtige ist, sondern dass es auch viele andere Sachen gibt, die ich nicht weiß, weil ich nicht perfekt bin und wo ich auch immer lernen darf. Abgesehen von allem Ganzen, sozusagen. Und jetzt habe ich den roten Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ich glaube eben, dass es eine sehr persönliche Sache ist und dass man deswegen auch einfach sich selbst damit beschäftigen muss, wenn es einen interessiert. Und ich glaube, wie gesagt, wenn es diesen Gott gibt, dann schulden wir ihm Rechenschaft im Sinne von, dann müssen wir auch dem nachgehen, wenn es ihn wirklich gibt, weil das ist für unser Leben einfach sehr wichtig. Und das kann jetzt jeder Einzelne entscheiden. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand hier hinter der Kamera sagen wird, oha, der hat jetzt so gute Argumente, ich glaube sofort daran. Das wird nicht passieren, glaube ich. Ich glaube, im Endeffekt kommen wir nicht auf die Idee, dass es Gott gibt, dass es wichtig für unser Leben ist, weil es so sehr gute wissenschaftliche Argumente dafür gibt, sondern weil das eben persönlich für uns relevant ist. Und deswegen, wenn euch das interessiert, dann lade ich euch dazu ein, schaut mal vielleicht in die Bibel rein. Vielleicht habt ihr noch nie in die Bibel geschaut, vielleicht habt ihr alle möglichen Artikel gelesen von atheistischen Wissenschaftlern, die sagen, aus dem Grund ist die Bibel nicht relevant und aus dem Grund ist sie nicht vertrauenswürdig und so weiter und so fort, aber ihr habt es noch nie reingeschaut. Schaut vielleicht mal in die Bibel, es gibt eine gratis Bibel-App im App Store, könnt ihr euch runterladen, schaut vielleicht mal da rein. Wie gesagt, ihr könnt es mir schreiben, es gibt noch viele andere gute Bücher dazu und ihr könnt einfach dem Thema nachgehen und ich lade euch dazu ein, wenn es euch interessiert, dann geht es dem nach sozusagen. Jeder hat einen freien Willen. Ich glaube, es ist sehr wichtig für uns. Ich glaube, es ist die wichtigste Frage aller Fragen für unser Leben, ob es Gott gibt, beziehungsweise was er von uns will. Ich glaube, es ist, ich würde schon fast sagen, verantwortungslos, der Frage nicht nachzugehen. Aber ihr schuldet mir keine Rechenschaft. Ihr müsst nicht, weil ich das sage, machen, sondern es ist eure Entscheidung, ob ihr das macht oder nicht. Genau, und weil das für mein Leben eben so wichtig ist, wollte ich dieses Video machen. Jetzt wisst ihr mal ungefähr, woran ich glaube. Wie gesagt, ich glaube an die Bibel. Ich glaube an das, was in der Bibel steht. Ich gehe auch, übrigens, das habe ich noch nicht erwähnt, in eine Freikirche in Wien. Und ich bin dort auch verantwortlich für die Arbeit mit den Jugendlichen. Und genau, nur dass ihr da mal ungefähr wisst, wo ihr mich vielleicht einordnen könnt. Ich wollte einfach mal dieses Video machen, dass ihr nicht nur denkt, okay, der Achim glaubt anscheinend an Gott, aber was auch immer das heißen mag, sondern ich wollte hier mal ein bisschen genauer darüber reden, was ich eigentlich glaube. Ich glaube, man könnte noch viel mehr erzählen. Dazu ist jetzt hier keine Zeit, aber wie gesagt, ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, das erwähne ich jetzt schon zum dritten Mal. Und ja, ich glaube, das war's. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr immer noch dran seid. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachdenken darüber. Ciao.